Es ist in der Tat der letzte aus dieser Generation. Ne? Die Kochs und der Rüttgers und wie ist der damalige der Merz und so etwas. Sie sind alles Menschen mit einer langen parteipolitischen Vergangenheit, also schon seitdem sie Kinder waren, schon in der Schülerunion oder Junge Union, die also eigentlich, und das ist, glaube ich, das Interessante, die eigentlich alles von der Pike auf gelernt haben, und so würden wir das als Politologe ja sagen, und insofern gewissermaßen die Gesetzmäßigkeiten und die Dinge, die man wissen muss aus der Parteiendemokratie, mit der Muttermilch aufgesogen haben und die dann jemand unterlegen sind, die davon über die ersten Jahrzehnte gar keine Ahnung hatte. Und ich finde, das sagt eine ganze Menge aus, weil auch Wulff letztendlich wieder, genau wie die anderen Kandidaten zuvor, in einem entscheidenden Moment einen Fehler gemacht hat, indem er die Situation so interpretiert hat, wie er sie in den letzten 30 Jahren häufig genug vorgefunden hat. Das Ganze kann man aussitzen. Und das Ganze kann man mit erstens, zweitens, drittens nach den Gesetzmäßigkeiten, wie man sie bisher in den Parteien erlebt hatte, kriegt man das hin und dann kommt man aus der Krise raus. Es stimmt alles nicht mehr. All diese Dinge, die über Jahrzehnte stimmten, die sie gelernt hatten, als gelernte Jungunion-Leute, stimmen im Jahr 2012 nicht mehr, stimmen in den letzten Jahren nicht mehr. Und diejenige, die all diese alten Geschichten nicht gelernt hatte, ist da viel gewitzter, beziehungsweise ist in der Situation, die erkennt in der Situation die Dinge eigentlich deutlicher und erkennt auch den richtigen Moment, in dem sie dann handeln muss, als diejenigen, die vorbelastet sind durch eine Tradition, die ihnen heute nichts mehr nutzt. Das finde ich, ist wirklich noch nie so klar geworden wie in den letzten 3 Jahren, dass etwas aus der alten Parteiendemokratie, was bis dahin völlig alternativlos immer war, dass man diese Dinge kennen musste, dass es einfach inzwischen überflüssig geworden ist. Der Parteipolitiker Wulff ist ja nun im Amt des Bundespräsidenten gescheitert, ist an vielem gescheitert, was er gelernt hat aus seinem Hintergrund als Parteipolitiker. Ist damit oder bedeutet dies, dass nun die Zeit reif ist für einen politischen Seiteneinsteiger, wie Joachim Gauck einer ist? Also das wird jedenfalls die Parole wieder sein, die wir morgen und auch übermorgen und auch am Montag vielleicht noch ein paar Tage mehr lesen werden in vielen Kommentaren. Das ist eh regelmäßig schon auch bei den früheren Wahlen und jetzt wird es erst recht kommen, weil man ja eben so sagen wird, das ist der typische Parteienpolitiker, ist ganz furchtbar gescheitert. Und außerdem können wir sowieso diese ganze Bande nicht mehr sehen, diese ganze politische Kaste, die sich in eine Tasche wirtschaftet und die sowieso alle furchtbar spießig und kleinbürgerlich sind. Ich bin dann trotzdem skeptisch, weil es gibt ja Beispiele für die Seiteneinsteiger, denn der Ruf danach ist ja sehr häufig, aber es hat ja auch seinen Grund auf der anderen Seite, dass Seiteneinsteiger nicht viel zustande gebracht haben, besonders schlecht. Ich meine, Seiteneinsteiger ist in einer gewissen Weise auch der Köhler gewesen. Köhler, ne? Gewesen und da ist es anders, aber in einer gewissen Weise, wenn man den vorzeitigen Rücktritt sieht, dann auch wieder eh nicht gelaufen. Und da hat man ja auch gesagt, das ist ein Problem. Da ist auch ein Seiteneinsteiger, der weiß nicht, wie es läuft in Berlin, kennt die ganzen Strukturen nicht, gehört nicht richtig dazu. Die Journalisten lehnen ihn auch ab. Das ist übrigens, da bin ich mir sicher, ein Seiteneinsteiger wird von den Journalisten die ersten 3, 4 Wochen gern begleitet, kann man neue Sachen drüber schreiben, aber dann nach 3 Monaten mokieren sie sich wirklich darüber, über seine Naivität, die mangelnde Professionalität, weil er irgendwie anders ist. Ne? Das ist, glaube ich, da wirklich eine gemeinsame Klasse mit einer gemeinsamen Art des Denken, Deutens, des Zynischen. Zwischen Politikern, zwischen vielen Fachreferenten oder Büroleitern und dann eben doch einen großen Teil derjenigen, die dort Parlamentsberichterstatter für die großen oder anderen Zeitungen sind. Und die stoßen solche Seiteneinsteiger auch schnell ab. Und natürlich haben Seiteneinsteiger auch wenig Ahnung vom politischen Betrieb, von der Langwierigkeit. Und da ist mein Rezept, das ist aber rein akademisch, könnte man natürlich auch sagen, wobei ich sagen würde, es ist realistisch. Es sind beim Bundespräsidenten, das ist ein verdammt schwieriges Amt geworden, ne? Weil man ja nichts anderes hat, um in irgendeiner Weise etwas zu bewirken oder Aufmerksamkeit zu erregen, als die Rede.
Und inzwischen redet sowieso jeder. Ja, also es ist ja eine dauerredende Gesellschaft geworden. Keine schweigsame Gesellschaft, wie vielleicht noch in den 50er Jahren, war eine schweigsame Gesellschaft. Und dann konnte jemand wie Heuss, der damalige erste Bundespräsident, durch eine nachdenkliche Rede da tatsächlich auch Eindruck schinden damit. Ich glaube, das ist irgendwas dazwischen. Und da gibt es nicht viele. Zwischen den Karrierepolitikern, die das in der Tat so von Juso-Zeiten, Jungunion-Zeiten oder Jungliberalen-Zeiten oder sowas schon gelernt haben und ansonsten nichts anderes haben, insofern auch angewiesen sind auf die politische Karriere, angewiesen auf ihre Unterstützungskreise sind und daher in starken Abhängigkeiten mindestens geistiger Art sind. Auf der einen Seite und den Seiteneinschlägen, die irgendwo anders herkommen, aber mit der Politik wenig zu tun hatten und dann aus ihren seitensteigerischen Expertentum versuchen, die Dinge zu sehen, die aber politisch nie hinhauen, weil Politik eben einfach anders ist. Und da gibt es aber ja Menschen, die irgendwo so dazwischen sind, die also vielleicht, weil sie einen Beruf haben, der sie unabhängig macht, in den sie auch zurückgehen können, oder aus irgendwelchen anderen Gründen, die eine gewisse geistige Unabhängigkeit haben, die aber den Parteibetrieb oder den politischen Betrieb kennen. Übrigens, Gustav Heinemann war so ein Bundespräsident, der die Politik nicht unbedingt brauchte. Der hatte viele Möglichkeiten, also auch beruflich, oder hätte er gehabt, um auch beruflich etwas ganz anderes zu machen, und hatte noch dazu auch aus religiösen Gründen diese geistige Unabhängigkeit. Man könnte auch sagen, um einfach die Typen zu nennen, die das ein wenig verkörpern. Also das unabhängige und gleichzeitig politische Erfahrung. Also jemand wie Bienenkopf früher oder auch Eppler hätte man nennen können. Antje Vollmer, die ja noch nicht ganz so alt ist wie die anderen beiden Herren, das sind so Typen, die wissen, also die wissen, wie Politik funktioniert, die dazu in der Lage sind, eine Rede zu halten, die bedeutend sein kann, übrigens die auch, glaube ich, alle in der Lage wären oder waren, eine Rede selber zu schreiben. Ja, also wenn man mich fragen würde, was ist denn die entscheidende Voraussetzung dafür, dass jemand Bundespräsident werden sollte, würde ich mal so sagen, er muss zu einer Lage sein, eine Rede selber zu schreiben. Ja, er braucht die Fakten nicht zu suchen, das können in der Tat andere machen, aber eine solche Rede zu komponieren und den Gehalt auch selber, auch didaktisch, aber auch gleichzeitig durch eine weite Bildung, die aber trotzdem den Kern findet, auszudrücken und zu Papier zu bringen, ist etwas, was heutige Politiker aus vielerlei Gründen auch verständlicherweise nicht mehr können. Und, aber als Bundespräsident muss man es können, weil sonst lesen sie die Dinge ab, die andere geschrieben haben, oft immer noch sehr stark in Spiegelstrichen und dann hat man hinter den Eindruck, das ist nicht echt oder wie würde man heute sagen, das ist nicht authentisch und dann hat man immer den Eindruck, da spielt jemand was vor. Wenn man eine Rede selber geschrieben hat, sich daran abgearbeitet hat und gefeilt hat, dann ist das hinter was Echtes. Das kommt dann aus einem selbst. Und das würde einen als Redner auch viel originärer machen. Und die, von denen ich jetzt gerade es genannt habe, Frau Vollmer oder Bienenkopf oder Eppler, also Menschen, die das sicherlich jetzt nicht mehr machen können, die konnten das. Und die hatten aber gleichzeitig immer auch im Blick, dass man nicht nur einfach so eine Rede hält, die so zwei Tage irgendwie so ganz gönnerhafte Kommentare auf Seite 3 oder 4 findet, sondern die auch weitergeht, die in irgendeiner Weise, also wo der Impuls also auch in Institutionen hineindringt, bei denen die über Macht verfügen. Dazu braucht man auch eine gewisse List, auch eine gewisse Erfahrung, auch eine gewisse Kenntnis davon, wo man Hebel ansetzt. Das ist das Optimum. Also Politiker mit einer spezifischen Erfahrung, einer großen Unabhängigkeit und einer intellektuellen Ernsthaftigkeit. Und wenn Sie mich fragen, was ich befürchte, wen ich jetzt meine, ich weiß es auch nicht. Sie skizzieren ein Idealbild von einem jetzigen oder vom kommenden Bundespräsidenten, wie er zu sein hätte, wie er idealerweise wäre, sagen aber, Ihnen fällt nichts ein. Vor dem Hintergrund, sollte man das Amt des Bundespräsidenten dann nicht lieber abschaffen? Huch. Jetzt haben sie mich ja reingelegt. Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, also ich war früher bei den Jusos, also habe Erfahrung und ich habe auch schon mal eine Rede geschrieben, also ich wäre schon ein ganz guter Mann. Aber
Jetzt ganz ernst. Ja, das ist sicherlich ein Problem. Ich bin natürlich grundsätzlich, also insofern ist das ist jetzt mein unmittelbarer Impuls gegen dieses Abschaffen. Ja, also weil das ist so der Ruf der letzten Monate, ist der neue Populismus, finde ich, zu sagen, wir schaffen das ab, ist eh zu teuer, bringt nichts. Also dem Bundespräsidenten bringt nichts, Wirtschaftsminister auch nur Laberer, bringt nichts, Außenminister brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, weil das die Kanzlerin macht, bringt nichts, abschaffen, sparen wir wieder 30 Millionen. Oder Bundesrat abschaffen, sind sowieso alles nur Penner und Föderalismus abschaffen, würde alles billiger werden. Nein, und das ist, und ich finde es manchmal komisch, dass es auch sehr viele linksliberale Denker oder Deuter oder Kommentatoren sagen, das ist eigentlich ein neoliberales Argument. Ja? Alles muss schlanker werden, Überflüssiges weg. Ich bin da ein bisschen altmodisch, weil ich einfach glaube, dass Gesellschaften, Staaten, Nationen, eben nicht nur Effizienz oder Output oder einfach Politik, die es pragmatisch macht, sondern auch sowas wie Repräsentation braucht, sowas wie Würde und auch so Personen oder Institutionen oder Symbole, die sowas Überwölbendes haben, mit dem sich viele, auch wenn sie sonst kontrovers sind, auch wenn sie verschiedene Interessen haben, dann doch gemeinsam identifizieren können. Das ist so eigentlich eine ganz altmodische Art und das ist dann nicht nur die Fahne, ne, die man dann entrollt, wenn irgendwelche große Ereignisse zum Beispiel im Sport sind, sondern eigentlich könnte es auch eine Person sein, noch mal könnte und müsste es sogar auch sein. Aus diesem Grunde haben selbst klassische, gefestigte, reife parlamentarische Demokratien ja auch Monarchen und irgendwie erfüllen die dann ja auch eine spezifische Erwartung, ein spezifisches Bedürfnis. Und daher wäre ich auch in diesem Falle sehr vorsichtig. Aber irgendwie muss man in der Politik mit diesem Amt dann auch anders umgehen, wenn man, was man ja vielleicht auch in diesen Tagen wieder sehen kann, ich weiß es aber nicht, wenn man darauf guckt, dass man eine Figur findet, die eigentlich in der aktiven Politik nicht mehr gebraucht wird oder überflüssig ist oder stört sogar, die aber trotzdem für irgendetwas steht, dass die nächsten Koalitionsvarianten nicht versperrt sind. Also setzt man sie oder ihn dann dahin und guckt nicht darauf, auf diese Tugenden ist. Ein Redner, nachdenklich, ein guter Redner ist, dass er intellektuell versucht, viele Probleme, die die aktive Politik überhaupt nicht behandeln kann, weil sie es nicht mehr schafft, durch die Rastlosigkeit der verschiedenen Herausforderungen, dass er daran Interesse hat und dass er dazu in der Lage ist, innezuhalten mit einigen anderen, um gewissermaßen eine Gesellschaftsschau zu machen. Wenn das die Kriterien sind und die politisch auch prämiert werden würden, dann wäre dieses Amt auf keinen Fall überflüssig. Ich gebe zu, das ist im Moment ein Problem, aber Sie sind ja auch ein Fußballer. Ne? Ich habe Sie ja auf dem Fußballplatz schon mal gesehen. Da, wenn jetzt bei irgendeiner Mannschaft der Zehner einfach schlecht war in den letzten Spielen, dann schaffen Sie ja die Funktion des Zehners nicht ab. Sie suchen sich einen neuen. Und irgendwie brauchen wir auch im Bundespräsidialamt einen neuen Zehner, einen guten Zehner. Mir ist vor allem eingefallen, du hast überhaupt keine Ahnung von Fußball, ne?